Hallo Internet und hallo YouTube. Willkommen zurück zu Minecraft Feed the Beast. Natürlich wieder mal. Jo, und heute. Schauen wir mal, was wir machen. Heute wäre so der richtige Plan wahrscheinlich, mal sich was zu überlegen. Erstens mal, was ist mit unserem Input hier? Das ist gut. Wir haben hier 20 Input und 20 Output. Wundert mich eigentlich gar nicht, weil wir logischerweise schon lange umstellen könnten auf die anderen, oder? Das sind die schnell, das sind Basic. Basis. Basis. Aha. Eine Million EU. Und warum machen die nur 4 Millionen EU? Achso, das sind ja 4. 4. 4 geben 4 Millionen EU. Ist ja auch klar. Da gibt es doch noch stärker, oder? Wissen wir meinen. Falsch. 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 Danke mehr. Falsch. Nee, falsch. Danke mehr. Falsch. Jetzt haben wir's. Addenda. Oder was denn da? Das sind die Mille. Die haben 25 Millionen, die haben. Ne, die haben 5 und die haben 25 Millionen, sowas. Aha. Aha. Haben wir da hinten eine Legierung irgendwo? Und Legierer stehen? Ja, haben wir ja stehen. Was haben wir da drin dabei? Hätten wir sogar. Haben wir dann eigentlich auch das hier? Nächste Frage, haben wir Coal Dust? Das ist die nächste große Preisfrage. Coal Dust. Da fängt es schon mal an mit Coal Dust. Man könnte das aber über einen Brecher machen, schaut, das geht ja ganz einfach. Wo ist denn die Kumpelkohle? Eine Kohle hätte ich gerne. Schalalalalalalalala. Ja, fang jetzt schon mit Weihnachtsmusik an, das ist immer so. Fang jetzt mit Weihnachtsmusik an, eigentlich ist Weihnachten schon lange vorbei, wenn man es so nimmt. Wenn den Zeitpunkt der Aufnahme nimmt. Oh, Cold Test. Gut, hätten wir eigentlich auch, das ist auch faszinierend. Jetzt also, jetzt mal kurz so aus dem Stand. Ich will den hier haben. Da hätte ich gern ein Muster dafür. Dann hätte ich. Er hat mal für Redstone noch ein Muster wahrscheinlich. Gut, dann hätten wir da auch ein Muster und fürs brauchen wir noch ein Muster wahrscheinlich für den Blödsinn hier, fürs andere werden wir ihn haben. So, und ich gehe jetzt ja ganz stark davon aus, dass wir fürs andere eigentlich ein Muster haben werden. Fürs normale. Nö. Gut. Dann habe ich mich da jetzt auch geirrt. Dann stellen wir erstmal ein Sicherheitsmuster. So, mit dem gehen wir erstmal runter. Das würde ja eigentlich jetzt nach Adam Riesen heißen normalerweise, dass wir eigentlich alles zusammen haben für das ganze Theater, oder? Wie seht ihr das? Das, was mir natürlich fehlt, ist jetzt natürlich eine Enderperle, die wir natürlich. Oh, hätten wir sogar drin, schau. Das ist. Eben meistens so, dass du dann doch ein Muster drin hast und du es einfach nicht siehst, weil du es übersehen tust oder beziehungsweise einfach nicht dir auffällt, weil in der einfach so viel Blödsinn da ist und den ganzen, dass du das gar nicht mitkriegst am Ende. So, wie schaut denn das überhaupt allgemein aus? Der Speicher ist voll, der Speicher läuft voll. Da müssen wir uns anders überlegen, weil wir da sicher noch eine zusätzliche Reihe einziehen müssen. Könnten wir jetzt eigentlich auch schon in Angriff nehmen, müssen wir sagen, wir ziehen da noch zwei zusätzliche dazu, dann kommen wir nämlich nach hinten, dann müssen wir hinten ausbauen. Schauen wir mal.
Ja, wir sind jetzt irgendwo in Nirvana mit dem Part, sind wir bei 160 herum, glaube ich. Warte mal kurz. Nichts, jetzt brauchen wir das hier. Haben wir für das hier ob der Muster? Ja, für das hätten wir ein Muster. Das heißt, wir brauchen zwei Laufwerke. Okay, das ist jetzt nicht so gravierend viel. Davon hätte ich jetzt gern vier gehabt. Schaffen wir das? Anscheinend schaffen wir das. Gut, das heißt, wir können hier eigentlich theoretisch. Abfahren. Das liegt da unten, klarerweise, war ich klar. Die sind aber nicht. Opala, die werden wir jetzt aber nicht so ganz aus dem System rausnehmen. Kommen wir jetzt mal da rein. Zwischenzeitlich hätte ich gerne. Jo, vier fertige, das hätte ich gern gerade. Dauert noch, dauert noch. Einer fertig, zwei fertig. Drei fertig gleich. Ja klar, es rennt natürlich alles gleichzeitig. Ich habe da zwei Aufträge gleichzeitig laufen, ist klar, das wird jetzt ein bisschen dauern. Viel Gold aus für noch. Wo bleibt der vierte? Vier haben wir. Zwei noch die Laufwerke. Und das könnte man schon theoretisch setzen. So, die Laufwerke sind auch fertig. So, fangen wir mal an. So, wir haben jetzt einen Input von 1280 und Output von 80. Das finde ich schon mal ein bisschen besser. Also das ist schon mal ein bisschen ein besserer Überblick. Das schaut mal nach ihr was aus, mit dem man es anfangen kann. Also das ist schon mal ein besserer Ein- und Output. So, dann nehmen wir auch gleich mal noch eine Reihe weg. Sonst können wir die zwei Laufwerke aufstellen. Das war's verkehrt. Da wird es nichts. So, zwei Laufwerke zusätzlich angebaut. Das ist auch gut. Da könnte man die ethisch auch nochmal wegnehmen. Wenn ihn davor stürzt mit I. So, jetzt können wir das mal ein bisschen genauer anschauen. Tja, in welche Richtung kann man schließlich mit den Laufwerken noch gehen? Gut, man könnte dann auch nach oben gehen. Man kann theoretisch nach unten noch. Gehen. Das kann man auf jeden Fall noch. So. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nochmal drei Laufwerke, um das Ganze da ein bisschen umsichtlicher zu machen. Das kann man eigentlich ohne Probleme bauen. Eigentlich nur brauchen wir noch drei schnell. Da haben die ganze Sache ein bisschen Hände und Füße gerade. Dann hätte ich gerne nochmal drei von den Laufwerken gehabt. Yep. Und dann brauchen wir normalerweise auch 1, 2. Das reicht 12 von Anfang. Und mindestens 5 Kabel mit. Da sollte das Ganze eigentlich ein bisschen funktionieren. Also wir machen jetzt wirklich standesgemäß 1280 EU. Ist jetzt auch nicht gerade das
Maximum. So, das könnte man sich natürlich überlegen. Wir haben ja die Rohstoffe dafür eigentlich. Ja gut, nicht ganz. Molten Arrow hätten wir, glaube ich, oder? Der andere Frage ist, was macht man mit dem Blödsinn überhaupt? Na gut, das ist ja nicht so problem. Oh, das ist eigentlich auch ein Problematikum. Ja, in der Pelle. Gut, so weit werden wir es noch nicht bringen, so schnell. Schade, versuche es wieder zum Schauen. Wie lange brauchen die Laufwerke? Ich glaube nicht. Na? Gott, auch noch ein bisschen. Es ist ein bisschen langsam, das ganze System einfach. Wenn wir uns das Ganze also mal anschauen, wir sind ja hier gar nicht so blöd unterwegs. Eigentlich nicht gerade. So, mein Input von 67 ist klar. Tagsüber haben wir natürlich mehr Input als abends, das ist logisch. 2. Jum, 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 mal schaut. Ein Laufwerk zu wenig. Jetzt ist fertig. Oder auch nicht. Wo ist mein Laufwerk? Da ist es. So, drei Laufwerke nochmal. Jetzt haben wir da unten eigentlich 9 stehen. Finde ich jetzt nicht schlecht. 9 ist eine gute Zahl. Kann sicher noch 2 dazukommen. Ich glaube nicht, dass das bei den 9 bleiben wird am Ende nur. Habe mich sogar verzählt. Na doch nicht. Ich hab mich verzählt. So, da ein neuer Laufwerk haben wir hier. Welche sind denn jetzt offiziell angeschlossen überhaupt? Die hier. Die zwei erst. Dann wir das so machen. Die 4 angeschlossen nochmal. Da unten kann man hinpasst. Das sind nämlich die auch researched. Gerät ist researched. Jawohl, die sind on. Und dann können wir hinaus, welche angeschlossen sind und welche nicht, weil sonst blicke ich mich drin immer durch selber. Das ist also das Problem der ganzen Geschichte immer dann. Du dann selber keinen Überblick hast, was du angeschlossen hast und was du nicht angeschlossen hast. Ist natürlich auch nicht gerade der Top-Teil der ganzen Geschichte. So, du kommst auch noch da rein. Kommst hier runter, die kann man ja haben, die Range, die brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir da eine beste Range? Woran? Range, ja, eine Smart Range wäre gut. Glaub, der hätte gern. Weil ich's kann. Da. Wenn man es kann. Brauchen wir die mal kurz aus, kann man mit der gleich was machen. Das wäre natürlich super. Dann könnte ich da unten die kurz wegklicken, weil die mir sowieso am Nerv. So, die Kabelung angehen, muss nicht da angehen sollten. Zum Bleistift. Natürlich wieder nicht. Das geht natürlich wieder nicht. Ach, hast du das mit Range arbeiten? Clear Select Block. Klar. Schaut es eigentlich hier aus? Oh, das Speicher ist ja überhaupt nicht voll. Das ist der unnötigste
Ding hier, aber gut, meine Güte, bleibt halt so, wie es ist. Dass ich hier überlege, ob man da nicht sogar einen Computer macht, also einen. Na, wie heißt das wieder? Einen. Eine Matrix, also eine Konstruktionsmatrix hinmacht. Also Wertungsmatrix eigentlich. Könnte man sich auch überlegen, theoretisch. Praktischerweise wohl auch. So schaut es jetzt hier. Oh, apropos hier. Hehe. Jo. Tree. The Tree Trap. Fällt mir auch gerade, dass ich auch was machen eigentlich. Ja, gib mir mal, ist gut. Ja, Range brauchen wir es gerade nicht mit. Dam, 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 dam. Probieren wir gerade was aus, wenn man gerade danach ist. Jetzt was ausprobieren. Probieren geht ja über Studieren. Ich meine, das ist die dümmste Idee, was ich jetzt habe, aber probieren kann man schon mal. Bam, 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 bam. Jam, 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 jam. Ich glaube nicht, dass da was drin ist gerade. Yep, da fehlt definitiv eine Tree Trap. So, den passen wir kurz ab. Tätigen das hier. Fragt mich jetzt nicht, was ich jetzt vorhabe. Also das ist jetzt wirklich mal wieder so die klassische Idee von Blödheit. So. Tree-Trap funktioniert sprachlich so. Zieht das rein oder zieht das nicht rein? Das wäre natürlich jetzt gut zu wissen. Nein, er zieht es natürlich nicht wahrscheinlich rein. Jo. Hat mir das auch geklärt. Mal versuchen, was wird. Und überlegen, was wird. Was mal so. Das bringt mir aber zur nächsten Idee. Könnte man jetzt hier hinbauen. Ja, genau, das wäre so dumm von mir. Machen wir das mal voll mit Tree Traps. Tree Trappe. Tree Trappe. Brauchen wir auch einen Hochwitz mitnehmen. Das übliche prinzipielle in Adhierräumen, wie immer tun ablösen, oder? So, da schaut's. Ey, das gefällt mir ja auch nicht so. Da geht auch unbedingt, dass ich mir das gefällt mir auch nicht. Haben wir jetzt endlich eine Enderperle, das wäre nämlich noch besser, aber dann könnte ich vielleicht endlich mal eine Overclock, eine Verarschen. Ach komm schon, ich komme da nicht weiter, ohne Ding kommen wir nicht weiter. Das ist das Problem bei Query 0. 0,1, die geht halt nicht, da müssen wir einfach nicht mehr. Das ist das nächste Problem. Hast du mir vergessen, hier haben wir ja the next problem. Man daran schaut das nicht, also das haben wir genug hier. Drum. Irgendwas Interessantes drin, Eisen, Kupfer. Nicht wirklich, oder?
Schauen wir mal zu den anderen Queries. Wir haben derzeit jetzt Query 01 mal. Also, gut, wir sind bei Query 01, klar, ja. Hirn lässt nach, so Query 00. Da wird ganz schön rausgepusht. Boah, 128 Redstone. Unbelievable. Das ist ja. Also, so stellen wir das vor. Also, Redstone. Und 167 hier. Also, Redstone kann man nicht beschweren. Den könnt ihr rausnehmen. Dreht euch auch Eisen. Osmium eigentlich. Nochmal Tin. Noch mehr Tin. Oh, Golderz. Ganz wichtig. Erz. Haben wir sonst nicht was Interessantes da? Schauen wir mal. Haben wir Zeit. Kopper nehmen wir noch mit. Eisen nehmen wir mit. Noch mehr Eisen. Und das ist schon vorbei. Und ein bisschen was mitnehmen kann man ja händisch auch. Stört ja gern. Das Wichtige daran ist ja das, dass wir mal kurz das Tin reinjagen müssen zuerst. Das hat klarerweise Vorrang vor allem. Der ist Tin. Und dann der Rest. Und Eisen kann man mit Tin gleichzeitig brennen, das ist das Schöne daran. So, das ist Tin voll. Da sollten wir uns einfach lassen, dass das ein bisschen voll wird hier. Ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass der Schmand da weiterläuft. Aber das dauert ja ewig und einen Tag. Ja, auf der anderen Seite die nächste Frage ist, ob das nicht wirklich aus damit Overclocker hierher zu machen. Also Clocks hinzumachen und da trotzdem das ganze System hier. Eins rüberziehen hier. So hier komplett rüberziehen. Also, ich weiß nicht, es ist. Es möge mir nicht gefallen, das ist mein Problem, oder YouTube, was sagst du hier? Es möge mir einfach nicht gefallen. Das ist so mein Problem an der Geschichte leider. Sonst wäre es ja die tolle Top-Idee eigentlich. Möge mir einfach nicht gefallen. Sag's einfach so, wie es ist. Es möge mir nicht gefallen. Über meine Erde. Seht ihr das mit einer Erde? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Nö, nee, was machen wir für den Blödsinn? Ach Gott, was machst du für den Blödsinn? Ja, Tschüpuff. Ich würde noch keine Erde erstellen, dass wir. Und jetzt haben wir einen Gedanke, aber irgendwie. Jetzt habe ich jetzt das. Ja, das dauert ewig und dann darf ich das durchlesen. Gut, man könnte ja jetzt da. Das Gaudi. Eisen hier reingeben. Sonst kann man ja auch reingeben. Die drei jagen sich ja sowieso durch. Das ist apropos die Rezeptecke. Das nicht vergessen, so, wie schaut es eigentlich hier mit aus der Resine aus? Schwach. Nee, über 500. Und von der Resine, den nehmen wir sofort mit, dann kommen wir rüber ins System. Gut, jetzt können wir eigentlich auch reinhauen. Wie viel Sticker Resine haben wir denn jetzt überhaupt hier rüber? 1K, oh Gott, das ist
Das ist aber auch ganz schön viel, wenn man es so nimmt. 1K Sticky Resin. Das ist das ganze Sticky Resin heraus, was wir denn hatten. Sorry, weil das mein Eisen. Mein. Oh! Temporär, nicht wahr? Scheiße. Die ist natürlich diese. Um es mal brutal zu sagen, das ist cheesy. Gott, Einblick machen wir nochmal schon zur Quelle 02. Das ist ein. Probably. Die müsste ja auch irgendwann fertig sein demnächst. Meereisen. Meereisen. Osmium natürlich nochmal. Dann nehmen wir nicht mehr Kupfer, nehmen wir Sachen mit. Eisenerz nehmen wir unbedingt mit, Osmium nehmen wir mit. Tin. Und Goldjetzt. Drachenrasen. Nochmal Korb. Nochmal Körper. Osmium. Und fertig sind wir wieder. Reise müsste ich es ja nicht machen, aber ein bisschen Zeitvertreib ist das hier. Ich erwarte auf einen Depp, der will ich also ein blöder Depp in der Perle eigentlich, die mich nicht mag. Das ist just waiting. Eisen, Eisen, Osmium, Gold, Osmium. So, dann machen wir mal Tin nochmal komplett ab. Osmium geht hier rein und hier raus. Das ist echt, also von der Zusammenstellung her gar nicht so blöd, muss man sagen. Ja, einfach systematisch gesehen, alles ohne großes hin und her geht. So, da lege ich mal kurz hier rüber. Normalerweise müsste das Eisen brennen jetzt. Ah ja, da ist jetzt klarerweise großer Eisennachschub. Und solange das Tin nicht weg ist, geht natürlich gar nichts. Eine Menge Tin hier drin. Du tust nicht weiter, du magst mich einfach nicht. Dann bin ich weiterhin überlegen, ob es sich auszahlen würde hier. Weiß nicht. Don't know YouTube. So, was haben wir da noch? Was könnte man noch machen? Stimmt. Eigentlich kann man gar nicht viel machen. Gott, wir könnten jetzt mal. Was man machen könnte, wenn man. Der Zuckerrohr nochmal wieder. Ich jetzt dazu bin ich zu faul. Aber es ist die Freude auch bei mir, also nicht wildern. Das heißt, überhaupt noch irgendwo was drin? Nö, nö, könnte dann eigentlich die Räte stehen hier machen. Ja, mit den Abbauen ist ein bisschen langwierig. Also immer mal positiv, wir bekommen eine ganze Länge wieder zurück. Die in Ende folgt eigentlich. Dazu dienen wir, dass es ein Abgang nach unten wird, wahrscheinlich, und vielleicht ein Aufgang nach oben wieder wird. Das ist jetzt so Fragezeichenspiel. Da kommt das anders her, das weiß ich noch nicht. Also man kann sich das jetzt theoretisch überlegen, was ich da hingeben könnte. Das kommt ins System rein. Das kommt auch ins System mal rein. System, System, System. Tja, ohne jetzt so. Ja, Mangelware spielen.
aktuell. Ja, dass das Eisen jetzt ewig braucht, ist mir schon klar. Das ist ein bisschen zu viel Eisen gewesen. Ich hatte mit gebrannten Steinen aus 7K bei 390K noch hinten nach, also da haben wir genug Marmel, haben wir 11,4K Granit. Gibt sogar auch die Klinke. Am meisten haben wir sowieso Steine, das war sowas von absehbar für mich. Das Stein, eins der meist gebrauchten, also meist gefundenen Sachen sein bei dir. Die schauen mir auch gut aus, da könnte man echt theoretisch jetzt Windrieb drin wieder. Die Karten hier rausgeben, die könnte man hier reingeben. Einfach ins System rein, braucht man nicht draußen. Ich schaue hier nochmal aus, die Kürbisin wahrscheinlich wieder nach. Wieder mal, wir haben nur 11 Kürbisse. Wow. Schwach. Schwachmatisch schwach. Ja, wir müssen eindeutig was tun. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen was in Bienen investieren. Bienen möchte ich gerne jetzt mal angehen. Und definitiv auch ein paar andere Dinge. Also drin. Ah, industrielle Bienenstock. Dann könnte man auch was tun. Ja, wir müssen jetzt da eindeutig was tun, weil das ist mir ein bisschen zu laschig jetzt, was ich mir hier tun, oder was ich zum Beispiel tue hier allgemein. Ja, das ist alles für den nächsten Partner, was jetzt. Hätte ich mal gesagt, wir sind eh schon fast bei einer Dreiviertelstunde wahrscheinlich wieder. Schauen wir nochmal zur Query. Trotz allem nochmal, weil ich möchte noch ein bisschen, den kann man hier rausnehmen, schau, Gold kann man nochmal rausholen, ein bisschen Eisen, eine ganze Kopper, nochmal Kopper, es ist, wie es ist, faszinierend, was es sehr viel hier, also zumindest Redstone ist da eine Menge da. Also da bin ich ein bisschen überrascht, dass Redstone so dermaßen hier präsent ist hier drüben. Ja, das ist aber auf der anderen Seite freut es mich auch wieder, weil Redstone braucht man sowieso immer viel. Da brauchen wir jetzt auch nicht streiten. Also Redstone ist auch was, was man sehr, sehr viel brauchen theoretisch. So, Gold jetzt gemein, Eis jetzt kommt da rein, Osmium kommt wieder rein. Ja, der Rest wäre eigentlich Copper. Weil das ist ein Tin. Mit Tin durch jetzt können wir ins Kopf reinhauen. Oh, Tin ist durch. Das ist schön, da können wir Kopf reinhauen. Das ist natürlich super. Gut, Tin behalten wir uns mal kurz, weil. Ich glaube, sonst haben wir kein Tin, oder? Also, das ist die Fertigungsmatrix. Das ist die normale Matrix. Und dann hin drin. 5K. Wow. Ist das auch nicht gerade wenig, oder? So, jetzt machen wir nochmal einen Blick zurück ins 2er. Wie gesagt, Copper haben wir jetzt, also theoretisch gesehen von den normalen Sachen haben wir ganz schön viel jetzt abgeräumt hier. Ja, da kommt gar nichts mehr hoch. Ja, man kann doch theoretisch Lieder mitnehmen, aber ich will gar Lieder jetzt mitnehmen. Das ist immer so. Einen Ten. Lässt sich jetzt wohl streiten um einen Ten.
So, dann springen wir jetzt nochmal zu Quelle 01, die ich leider heute nicht hingebracht habe, dass die jetzt da ein, ja, eine Chance bekommen hat. Ein Jungler, oder? Leider. Wir werden es am nächsten Part hoffentlich zusammenbringen. Also es ist, ich bin ja guter Dinge, wenn ich ehrlich bin. Die Nachbarn, ich sehe gar nichts mehr. Passt, was ist da drin? Zwei Eisen, zwei Kopper. Also drei Kopper, Tenor ist drin. Da ist Erde drin, Marble. Hause wieder. Und wir werden sicher auch irgendwann einmal uns überlegen, wieder einen kleinen Spaziergang zu machen in Richtung. Kappa kommt rein, Kappa kommt rein, Kappa kommt rein, Eisen kommt rein. Dann sehe ich, da haben wir schon wieder 4, 3, fast 3,5 Stacks hin hier. Also dann. Wenig ist es nicht, wie viel Eisen haben wir denn überhaupt? 2,4 haben wir Osmium jetzt drin, 5, 6. Eisen drin. Sagen Sie mal, wenn ich wenig habe, ist Refined Iron für mich gerade ein. Das ist ein bisschen wenig. Sehr wenig sogar. Könnte man sich einfach ein bisschen überlegen, dass man das ein bisschen in einen. Also nicht in den teuren. Schießt er mal und durchjagt. Die brennen alle, bei dem man mehr aus dem nachkommt. Die sollte ich auch mal umbauen. Also das ist das nächste in Grün. Sigrisin. Hello. Nehmer. In der Gemü Okay, irgendwas stimmt das nicht. Das ist eindeutig was im falschen System. Why? Gut, gehen wir mal gucken, da kann was nicht stimmen. Bindegemisch ist drin bei. Hier drin, das kann nicht stimmen. Jetzt wollte ich halt aufhören, aber das. Das ist interessant, das kannst du. Okay, alright, dann stimmt was nicht. Dann stimmt das was nicht bei der Anzeige. Ja, Bindegemisch ist hier drin. Witzig. Naja, da müssen wir auch noch ausbauen. Schön, schau, schau, da habe ich auch noch was zu tun eigentlich. Da hat noch einen zweiten Stock, bitte noch eins runtergehen. Und auch noch ausbauen, da müssen wir noch die komplette Fassade hier neu machen. Den Eingang möchte ich neu machen, schön machen. Hier möchte ich ein bisschen verschönern, wenn es geht. Ach, so viel noch zu tun, YouTube und nichts. Das da ist ja auch eigentlich nur ein sporadischer Auf- und Abgang geworden. Das sollte ja gar nicht da sein. Das wird wahrscheinlich sowieso noch zugemacht, weniger. Dass hier eine Türe hinkommt, würde ich mal sagen. Aber eigentlich ist der Plan, dass wir irgendwo hier unseren Aufgang machen, hier so rauf. Vielleicht auch hier. Hier sage ich, baue noch hier ein bisschen nach hinten und mal aufgehen rum. Ach, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, das ist hier nur sporadisch gedacht gewesen. Also der ist jetzt nicht so der offizielle Aufgang für das Ganze hier. Das könnt ihr euch jetzt schon sicher, dass das nicht so passt. So, da hat's. Definitiv gibt es da was Besseres. So, jetzt kommen wir dazu von ganz andere Idee. Jetzt interessiert mich nämlich noch was. Das interessiert mich eigentlich schon fast ein bisschen mehr. Jo, hä? Question, hier sind wir da. Also. Wir machen 8 irgendwas, das ist.
Ja, deprimierend, also der Strom ist ja für den Hugo langsam schon, den haben wir ja umsonst da laufen, glaube ich. Naja, egal. Machen wir gar nichts, machen wir es gerade aktuell. Why does my heart go shining? Ja. So, nur herstellen wir hier haben eigentlich. Egal, schon für unseren ersten Hitten schon. Aber ja, für heute sage ich danke fürs Zusehen einmal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part, wenn es wieder zum Beispiel Minecraft Free to Peace bei mir mit mir im Kanal. Und den nächsten Part werden wir mal schauen, was wir tun. Der Part war jetzt ein bisschen jein. Halbwegs ja, halbwegs nein. Vielleicht können wir im nächsten Part mal hier vielleicht eine Brücke rüberziehen. Das wäre eine Idee vielleicht. Überlegung, Überlegung, sagen wir mal. Lasst es euch überraschen. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall mal.